Ladies and gentlemen, it's time for Prism TV. Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen hier bei Grizzly TV zu einer neuen Folge Black Squad, genau. So, jetzt hätte ich fast vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe hier vom letzten Mal noch mein Level-Up-Zeugs drin. Das werden wir doch gleich mal in Empfang nehmen. Artikel wurde erfolgreich empfangen. Akzeptiert. So, ich wollte ja beim letzten Mal was dieses Mal was erzählen über die Medaillen. Und zwar finde ich das Gute an dem Spiel, dass das hier absolut null Pay-to-Win ist. Das heißt, man kann hier zwar Geld aufladen, aber man bekommt dann hier eben halt nur so Skin-Sachen. Ich komme jetzt in die Zufallsbox leider nicht rein. Aber wir könnten ja eigentlich mal kurz reingehen hier. So, Zufallsbox. Das sind eigentlich nur die Sachen, die man hier, diese Bullets, die man hier sieht, die muss man für echtes Geld kaufen. Und kann sich dann diese Skins hier kaufen. Das war's. Dann kriegt man jetzt, ich weiß nicht, ich meine mal zum Beispiel, jeder der CSGO kennt, der weiß das eigentlich, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt die haben will, dann kaufe ich mir die Kiste. Entweder kriege ich die oder diese BS-Coins. Das sind dann die hier. Mit diesen BS-Coins kann man sich dann auch hier im Medaillenladen genau diese Waffen auch so kaufen. Allerdings muss man Geld dafür aufladen, um diese BS-Coins sammeln zu können. Medaillen verdient man durch tägliche Aufgaben, durch wöchentliche Aufgaben oder durch Einlog-Events oder Einlog-Events. Ja. Sammelt man die Medaillen, für die man sich hier auch das kaufen kann. Vielleicht nicht alles, aber wie zum Beispiel diese Blue Urban Sachen, diese neuen hier. Ach nee, die sind auch für BS-Coins, sehe ich gerade. Aber hier zum Beispiel M4, P90, MDRGL, diese Waffen, die kann man sich dann alle für Medaillen kaufen. Die muss man natürlich dann halt auch sammeln. Man kriegt die auch aus Clan-Rank-Matches-Kisten oder Level-Up oder halt, wie gesagt, die täglichen Aufgaben oder wöchentlichen Aufgaben. Ansonsten war es das. Diese Waffe ist nicht besser als diese und die ist auch nicht besser als diese. Ist ein und dieselbe Waffe, nur dass hier eben halt das Design anders ist. Fertig. Halt wie in CSGO. Nichts anderes ist das. So. Jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht wieder in eine Map reinkommen, die wir schon einmal hatten, so wie es vorhin der Fall war. Deswegen musste ich ja nochmal abbrechen. Und dann kann es auch losgehen mit Team Deathmatch. Viele Runden haben wir Team Deathmatch eigentlich auch gar nicht mehr. Das sind meines Wissens, glaube ich, bloß irgendwas mit 6 oder 8 Maps. Mehr dürften das gar nicht sein für Team Deathmatch. Das sind nicht so viele, was auf eine Art auch ganz gut ist, weil dann können wir die anderen Modes auch durchspielen. Ich weiß gar nicht, heißt das hier überhaupt Modes? Gute Frage. Muss ich mal nachfragen, ich kann es euch nicht sagen, aber ich glaube ja. So, natürlich dauert diese Beitrittsanfrage jetzt hier wieder Ewigkeiten, aber bei weitem nicht so lange, wie als würde ich einen eigenen Raum aufmachen. Und da sind wir schon mit der Map Dog Knight am Start, auf der ich eigentlich immer ziemlich viel auf die Fresse kriege, aber wir werden sehen. Ich nehme meine AK, nee, ich nehme meine Sniper. Ich versuche mich mal mit der. Ich komme mit der Blazer R93 nämlich noch gar nicht klar. Warum auch immer. Das erfordert leider noch ein bisschen Übung. Man stellt doch nicht immer so vor meine Nase. Er steht schon wieder vor meiner Fresse. Junge! Bitte schneller reagieren. Hallo. Alter, ist das ein Wichser, ey. Geschieht dir recht, Alter. Ich würde jetzt gerade nochmal eine Runde durchfallen in den Hals scheißen dafür, Junge. Für deinen Scheiß rumgeblocke. Oh, zwischen seine Beine geschossen. Habt ihr das gesehen?
Die laden ja auch extrem langsam nach. Den haben wir auch. Ey, da war ich zu langsam. Ich komme, wie gesagt, mit der Sniper komme ich noch nicht so ganz so wirklich klar. Aber wie gesagt, das Spiel ist jetzt auch noch nicht. Ich spiele das jetzt auch noch nicht so lange, dass ich jetzt hier der Oberburner bin auf der Map oder auf dem Game oder mit der Sniper, wie man auch immer das sehen will. Ich habe schon wieder einen. Da steht der Wichser schon wieder vor mir. Jetzt wurde ich von da hinten erschossen. Mein Deutsch lässt nachts leider etwas zu wünschen übrig. Aber ist ja schön, dass ich da wieder nichts sehe. Mann, ey, nimm doch mal deine hässliche Fresse hier weg, ey. Nervt, ich mach das jetzt auch. So. Gucken wir mal, was schreibt. Dummer Horst, ey. Oh, da oben steht einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Schon fast wieder vorbei, Mensch. Oh, ich habe doch abgedrückt. Ich habe das doch gehört, wie das geknirscht hat bei dir, oder war ich das? Egal, es macht auf jeden Fall gerade irgendwie Spaß mit der Sniper, so ein bisschen rumzugammeln hier. Und da hinten steht keiner, so wie ich das im Augenschein habe. Aber ich werde beschossen von irgendwo. Ah, hast du gesehen, wa? Hast du ihn gesehen? Ich hab dich gesehen, Digga, Alter. Nein. Das ist aber schon funny. Oh, da habe ich vorbei geschossen. Mann, Mann, Mann. Wie gesagt, es bedarf noch ein wenig an Übung mit dem Gerät hier. Upsala. Aber das soll wohl die beste Sniper hier sein in dem Game. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch aber sagen, dass die tot macht. Komm, zeig dein Köpfchen. Ach, da schießt er schon wieder vorbei. Habt ihr das gesehen? Verdammt. Aber auch das muss mal sein. Den habe ich aber. Enterprise oder Enterprise, oder wie er heißt. Da war er doch. Ach, Enters, genau, Enters. Ja. Der hat mich schon viermal hat er mich erschossen. Pass auf, da steht einer. Haben wir. Ich finde, die Waffe, die braucht ein bisschen lange zum Reinzoomen, oder täuscht das? Ich weiß nicht, ob man das irgendwie noch einstellen kann. Ich weiß, man kann die Zoom-Geschwindigkeit einstellen hier. Aber ich weiß nicht, auf was irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn sich da nichts verändert. Wenn ich geschossen habe, geht die nicht sofort wieder in den Scope rein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich werde es bestimmt noch rausfinden. Habe ich dich. Und beim Nachladen sind die auch extrem träge. Und das war es auch schon wieder mit der Runde. Schauen wir mal gleich, wie wir gespielt haben. Ich bin ja gespannt, weil mit der Sniper kann ich echt noch nicht so gut.
Und dann gucken wir mal. Ich weiß auch nicht, ich muss mal nochmal nachgucken, ob ich das schneller einstellen kann oder irgendwie. Oder so. Ich habe jetzt wieder eine Medaille gekriegt für meinen Daily Job. 14,9 kann sich sehen lassen. Passt. Also, lasst doch ein Abo, ein Like oder ein Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier auf Grizzly TV. Bis dahin, haut rein.